Dann bin ich kein Premium mehr auf dem Gomme-Server, was ich sehr schade finde. Deswegen sind in letzter Zeit auch weniger Videos gekommen, weil ich konnte einfach nicht mehr so viele aufnehmen. Das tut mir echt leid. Aber was soll man machen, ne? Tobi hat natürlich auch kein Premium mehr, also ihr müsst mit dem das jetzt weniger in Shit. In nächster Zeit weniger Videos Bad Wars kommen. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen auf der Map Deiner Größe 4x3. Und ja, wenn euch, wie euch aufgefallen ist, wenn euch aufgefallen ist, haben sich, Entschuldigung, haben sich viele Dinge verändert. Nämlich, einmal war ich beim Friseur. Ja, das sieht so scheiße aus, ey. Nee, ich mag es eigentlich immer. Also ich gehe zum Friseur, mochte es vorher aber immer lieber, wenn es ein bisschen länger ist. Weil so kurz mag ich das eigentlich nicht. Ja, überlege ich mir auch. Ja, egal. Dann bin ich kein Premium mehr auf dem Gomme-Server, was ich sehr schade finde. Deswegen sind in letzter Zeit auch weniger Videos gekommen. Weil ich konnte einfach nicht mehr so viele aufnehmen. Das tut mir echt leid. Aber was soll man machen, ne? Tobi hat natürlich auch kein Premium mehr, also ihr müsst mit dem das jetzt weniger in Shit. In nächster Zeit weniger Videos Bad Wars kommen. Dann kommt auch noch dazu, dass Ferien sind, wo ich ja nicht da bin. Und dann kommen wir zum dritten Punkt, nämlich mein Hintergrund hat sich verändert in der Facecam. Und das liegt daran, weil ich denke, ziemlich viele von euch haben mitbekommen, dass bei mir renoviert wird und mein Zimmer halt auch neu gemacht wird, neu eingerichtet wird. Mega schön. Und genau, da ist es halt so weit, dass mein Zimmer ausgeräumt werden musste. Heißt PC abbauen, Schreibtisch abbauen und so weiter. Und jetzt bin ich umgezogen zu einem in ein Zimmer, was fertig ist, wo der Maler fertig war. Also die Wände, die ihr da hinten im Hintergrund seht, sind angestrichen und der Boden wurde gemacht. Ja, die Schränke da im Hintergrund, die bleiben nicht so. Die haben wir einfach erstmal da, die haben wir einfach erstmal aufgestellt, um nicht ganz so viel Platz, also um nicht alles einfach in die Wohnung reinzustellen, sondern halt um ein bisschen in Schränke einsortieren und so. Die werden hier hinter wieder rausgestellt, nicht rausgestellt, aber die werden woanders in diesem Zimmer hingestellt, weil hier wird das Büro meiner Mutter und genau. Da habe ich jetzt erstmal mein PC, meine zwei Bildschirme hingepackt und das kurz eingenommen. Ich hoffe, da habt ihr nichts. Oh, jetzt habe ich meinem Team mit. Ach so, guck mal, den kenne ich. Hier. Da, bitteschön. Das ist der Severanov, mit dem habe ich auch schon ewig nichts mehr gespielt, geredet, was auch immer. Ja. Genau. Deswegen bin ich halt erstmal in das Zimmer gezogen. Und ja. Aber es ist echt bitter, dass ich kein Premium mehr habe. Also damit müsst ihr leben, dass in nächster Zeit weniger Videos kommen werden. Schade, schade. Ja, geil, ich habe mir ein Level 3 geholt, Alter. Was denkst du, wer ich bin? Ich sehe doch keine 1er an. Ich bitte dich. Ich bitte dich. Ja, schade, dass so eine 1er-Chest bei dir kostet ein freaking Eisen. Da können wir uns opfern. Verpiss dich. Bruder. Oh Gott, jetzt kommt da so ein Blauer. Das finde ich ja absolut nicht in Ordnung. Und ich bin zu inkompetent, hier auf die Insel zu gehen. Und der ist zu inkompetent, mich zu schlagen, anscheinend. Zumindest habe ich ihm, ja, ein No-Hit-Kombo gegeben. Okay. Hier kriegen wir wieder fettes Gold am Stissel. Das kann er sich natürlich alles snaggen und sich daraus einen schnieken Bogen bauen. Ich hoffe, er wird jetzt nicht runtergeschossen. Dass er nicht runterfällt, da vertraue ich ihm einfach mal. Wow, ich habe die Falltür geöffnet, habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, that was so amazing. Gut. Wir haben die Mitte. Ach so, wir spielen auf der Map Diner 4x3, falls ich das noch nicht gesagt habe. Aber ich denke, es sollte mittlerweile jedem klar sein, weil der Dick Diner drüber steht.
Ja. Nee, nee. Schade, schade, schade wegen dem Premium. Das ist ja erstmal wieder gewöhnungsbedürftig, ey. Man muss erstmal Jahre warten, bis man auf den Server draufkommt. Und dann muss man nochmal Jahre warten, bis man auf einen Bad Wars, also in eine Bad Wars Runde reinkommt. Und ja, jetzt habe ich es geschafft. Deiner ist nicht gerade meine Lieblingsmap. Aber was willst du als Non-Premium anders? Ja, was willst du als Non-Premium dagegen machen, ne? Du kannst ja es halt jetzt nicht mehr aussuchen. Das ist gewagt, was er macht, muss ich sagen. Tschüss. Weil er hatte den einzigen Bogen aus seinem Team. Guck mal, da kommt auch der mit Bo. Okay, ich glaube, ich habe ihm kurz ein bisschen gezeigt. So läuft das nicht. Okay, er ist auch down. Ja, ja, die Mitte halten ist hier tatsächlich ziemlich einfach. 12 Gold wieder am Start sind hier. Und ja, also es sieht nicht gut aus im Hintergrund. Aber damit müsst ihr halt leben, ne? Es wird später für mich eine schöne Erinnerung sein, falls ich mir dieses Video mal irgendwann wieder angucke. Was für mich auch ungewohnt ist, ist, dass mein Mikrofon... Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Hier steht. Hier, hier, da. Und, genau, das steht ja sonst immer rechts von mir und jetzt steht es links von mir und das ist alles ein bisschen komisch. Ich weiß noch nicht, wie das vom Sound her ist, weil ich habe das so ein bisschen verbogen an dem Ständer und so und ich weiß jetzt nicht, wie optimal das vom Sound ist, ob man den Sound gut, ob das guter Sound ist oder ob das nur schöner Sound ist. Und ja, da müssen wir halt gucken. Vielleicht werde ich das aber auch noch, ja, in den nächsten Aufnahmen, sofern es nächste Aufnahmen gibt. Ich habe ja kein Premium mehr, das wird alles ein bisschen schwieriger. Und ich fliege ja jetzt bald in Urlaub. Und ja, es wird schwieriger mit den Aufnahmen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ihn kann ich, glaube ich, treffen, oder? Nee, keine Ahnung. Anscheinend nicht, aber er hat sich da immer so komisch rausgepackt. Ich darf nicht sterben, sonst haben wir keinen Gewinn gemacht aus der ganzen Situation hier. Aus der ganzen Runde bisher. Weil ich habe ja wirklich nichts anderes gemacht, als die Mitte zu halten. Und jetzt schieße ich ihn hier noch einmal runter. Okay, ich muss gleichzeitig hinten auf den Blauen achten. Okay, er hat seinen Bow ausgepackt. Okay. War eine schlechte Idee. Du hast ein bisschen billig gekämpft, muss ich sagen. Mit dem Bow. Gut, jetzt hat Severan auf die Mitte, dann kann ich verschwinden. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht runtergeschossen. Sehr schön. Oh, der Game ist... Oh, sehr schön, Severanov hat ihn abgelenkt. Dankeschön, Severanov. War eine wichtige Aktion von dir. So. Bogen. Zack. Oh, er hat ihn sich gesnackt. Nice. Dann Rettungsplattform. Hole ich mir eine. Ich hoffe, ich werde sie nicht gebrauchen müssen. Und einen Stärktrank, falls ich jetzt gleich in den Angriff übergehe. Ich denke, wir haben hier noch keine Kiste stehen. Weil wir beides nicht so die ultimativ klugen Leute sind. Mann! Und ja, dann werde ich jetzt mal wieder kommen, um dich zu unterstützen, mein lieber Severanov. Ich habe mir jetzt einen Stärketrank gekauft, falls du es noch nicht wusstest. Bumm. Überraschung. So, bester Bogen am Start. Leute, vielleicht sollten wir uns kurz ein bisschen aufteilen, aber Quatsch, das wäre absolut sinnvoll. Jo, gerade ein bisschen überfordert hier mit der Situation, beziehungsweise unterfordert. Ich würde gerne ein Team machen. Und zwar von Gelb kommt einer, Digga. Von Gelb, da kommt einer. Oh, ich darf mich hier nicht so tief setzen. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ciao. Da kriegst du den Knockback des dritten Bogens. Nö. Einfach mal gucken hier. Ja, ich brauch kein Gold. Ich hab den Style und das Geld, Digga. Alter. Mein Husten ist so kacke. Ja, Leute. Wie gesagt, bald geht's in den Urlaub. Da gibt's dann natürlich auch Vlogs.
Ihr könnt mir dazu gerne Fragen in die Kommentare schreiben. Die werde ich dann beantworten. Weil ich finde, sowas ist in Vlogs immer ganz gut. Wenn man gerade irgendwo lang geht, lang fährt mit dem Board oder so. Finde ich immer ganz cool, wenn man dann ein paar Fragen beantwortet. Oder auch wenn man, keine Ahnung, oder sonst irgendwas halt macht, ne? Am Strand chillt. Oder so. Ja, wir können ja eigentlich mal was versuchen hier. Zumindest ein Try ist es schließlich wert. So. Er kriegt jetzt erstmal ein bisschen Panik. Oh, dicke Panik hat er bekommen. Okay, ihn sind wir auch erstmal losgeworden. Hä, was macht ihr da? Sie waren beide einfach One-Hit. Richtig traurig, ey. Okay. So, habt ihr irgendwie... Okay, dann brauche ich mir da keine Sorgen machen. Komm her. Torben, alter Frischi, obwohl ich schon ewig kein Bedwars mehr gespielt habe. Gut, weiter geht's. Wir haben einen strengen Zeitplan, Leute. Ich muss schließlich noch weiter renovieren, ne? Gut. Und ich muss aufnehmen, im Voraus produzieren für den Urlaub. Und so weiter. Das... ich habe keine Zeit für längere Aufnahmen. Ich brauche nur Blöcke. Er gönnt sich jetzt einfach nach Hause porten. Er hat nichts geschafft und portet sich einfach nach Hause, der Gönner. Chiller. Es baut sich keiner zu uns, hoffe ich mal. Gut. Dann werde ich nun voranschreiten. Und versuchen, das nächste Team mit. Oh mein Gott! Alter! Ich bin so inkompetent, weißt du? Warum funktioniert die Rettungsplattform nicht? Das hat nicht funktioniert. Es hat einfach nicht funktioniert, die Rettungsplattform. So, da will mein Bruder wieder reinkommen. Aber nee, ich nehme auf, Digga. Wow. Da haben sie mir eine Falle gestellt, ey. Also Respekt, ne? An die Typen. War eine krasse... Habt ihr gemerkt, wie ich wieder unterbrechen musste? Weil... genau deswegen. Das ist ein bisschen nervig. Zack, zack, zack. Aber das haben die Boys echt gut gemacht. Und leider konnte ich ihn dann irgendwie überhaupt gar nicht boxen. Hätte ihn aber wahrscheinlich trotzdem noch gekriegt. Leider musste ich dann ja so cool sein und runterfallen. Was ein bisschen uncool war in der Situation. Okay, aber ich bin wieder bereit. Wir können den Kampf wiederholen. Er ist immer noch da, der Chiller, tatsächlich. Dann will ich den Kampf... tatsächlich wiederholen. Hier. Warte, mach EC. EC. Enderkiste? Enderkiste? Soll es Enderkiste heißen oder was wollte er mir damit mitteilen? So. Diesmal gibt's die Revenge, Digga. Du hast dich mit dem Falschen angelegt, mein Freund. Okay. Auf jeden Fall haben wir es ihm gegeben, ja. Das war mein Hauptziel. Weil er hat sich gerade mit dem Ruhm gerühmt. mich so billig getötet zu haben. Also es war nicht billig, es war gut, es war ein schöner Kill. Aber, also es war Mann, ich komme immer mit dem Mikro, ich bin das gar nicht gewohnt, dass ich links mit meiner Hand eingeschränkt bin. Das war jetzt meine rechte Hand. Chiller, wir haben so beide gleichzeitig irgendwie getroffen. Geil. Geil. Das kann ja wohl echt nicht wahr sein, ne? So, wenn ich jetzt runtergeschossen werde. Jetzt geht's wieder los. Mann! Alter Leute, es geht mir so auf den Sack, dieses Husten. Irgendwie finde ich, dann kann man auch nicht richtig aufnehmen. Das hat irgendwie nicht so viel Qualität dann. Das Ganze. So.
Wie viel kostet der Boom nochmal? 14, ne? 13. Insgesamt 14. Also für mich nur 13, weil ich der Swagger bin. Nee, weil ich den Fire schon habe. Tatsächlich sieht man, dass ich lange kein Bedwars mehr gespielt habe. Ne? Sieht man, oder? Ja. Alter. Ich muss mir hier gleich unbedingt eine Flasche mit Wasser hinstellen und aus dieser Flasche mit Wasser trinken. Sonst werde ich noch 2 Tage weiter so husten. Und das ist nicht cool. Das wäre nicht cool. Oh mein Gott. Ah, schade. Konnte ich. Oh, er baut sich da noch. Oh, von da hinten kommt auch einer. Ja, habe ich da gerade nicht einen kommen sehen? I don't know, man. Ich hoffe, es halt auch nicht im Hintergrund, weil, wie ich gerade gemerkt habe, bei dem etwas lauteren Schrei von mir ist tatsächlich meine Tür da noch auf. So, Gelb geht mir jetzt aber auch schon wieder ein bisschen auf den Sack hier. Die denken sich, die können sich ab. Mann, jetzt ist aber auch mal gut. Ich kann doch nicht alle 2 Minuten husten. Die denken sich wohl, die könnten sich alles erlauben. Ach Mist, ich hatte gerade eben auch noch den Stärke-Drink. Hab einen Ach so, okay. Nice. That's very good, my friend. Ich werde jetzt erstmal blau aufhalten. Was? Alter, die stellen mir immer die gleiche Falle. Das kann doch nicht deren Ernst sein, ey. Mann, ey. Das kann ja wohl nicht deren Ernst sein. Das haben die richtig praktisch, richtig klug gemacht. Da steht der eine einfach immer hinten in dem Ding drin. Dann kommt der andere an und lockt mich dahin und es snackt mich einfach runter. So ein sweeter Boy, ey. Das sind dann die Spieler, die mehr auf strategische Strategie setzen. Anstatt auf Skill. Also ich behaupte nicht, dass das kein Skill ist, diese strategische Strategie. What the fuck? Diese strategischere Spielen. Jetzt werde ich euren Bunker aber erstmal vernichten. Der geht mir schon ein wenig auf den Sack. So. So. Ich will nicht mehr, dass hier ein Bunker existiert. Ich will keine Anzeichen mehr von einem Bunker hier sehen. Ja, schieß mich ab. Hauptsache euer hässlicher Bunker kommt weg. 2-mal wurde ich schon in dem vernichtet, ey. Nicht noch einmal. So nicht. Okay, der Blaue macht gerade Gelb. Kann noch lange auf Unterstützung warten, weil ich baue deren Bunker gerade ab. So, wonderful. Das ist doch schon besser. Kein ekliger Bunker mehr, sondern ein schöner, ein breiter Weg. So, ich denke, er wird mich jetzt treffen und runterschießen, aber ein Versuch ist es ja wert, ne? Ich habe... Oh Gott, er kommt. Das bringt mir richtig viel. Er kann da überhaupt nicht drüber schießen. Es wäre so bitter, wenn er mich jetzt so... What the fuck? Man erschreckt sich manchmal so dermaßen, ey. Das ist crazy. So, okay, jetzt sollten wir in die Mitte. Sonst haben wir einen Nachteil. Es sei denn, wir holen uns eine Enderpearl. Was eine echt coole Idee wäre, muss ich sagen. Zack, gönne ich mir das. Dafür jedoch nur... Oh shit, aber egal, wir haben doch einen Spawner hier auf der Insel, alles cool. Weil dann möchte ich noch einen Goldapfel. Dann verliere ich nämlich durch den Enderperlenwurf keine Leben. Jetzt muss der Turm kurz ein wenig sparen. Spar auf Enderperle. Spar auf EP einfach, ja genau, Tom. Spar einfach auf EP. User disconnected from your channel. Tschüss. Mann, Alter, ich vergesse mein... Ach. Give me the gold. Give me the gold.
Ach, er ist auch. Ja, okay, so kann man es natürlich auch machen. Du bist so ein Chiller, weißt du? Ich wirtschafte hier mit meinem 12 Gold oder so und dann gönnst du mir einfach ein Steak, ey. Das sind mir die besten. Hupsala, jetzt musste ich gerade wieder. Immer dieses. Muss ich manchmal machen. Das ist ein bisschen nervig, ne? Egal, ich werde mich jetzt in die Mitte bewegen, weil so wie es aussieht, doch ein blauer Cheater. Mann! Und ciao. Dankeschön, lieber Gelber. Leider wird er mich jetzt auch abschießen. Habe ich das dicke Gefühl. Oh mein Gott, that was so. Boah, das war so knapp, ey. Hä, hat der nur einen Knockback? What the fuck? Der kriegt ja gar nichts an Rückstoß. Geh mir nicht auf den Sack, Alter. Du hast nichts. Boah, so, Alter. Ohne Witz, der hat ja gar keinen Rückstoß bekommen. Was war das denn für eine Aktion von ihm? Ich hab. Hä, warum kriegt denn hier keinen Rückstoß? Hat der Bogen keinen Rückstoß mehr? Ach, ich habe den Level 1er Bogen. Stimmt ja. Lol. Ich wollte schon sagen, Alter, das hat man ja da richtig bemerkt, ey. Ich hatte einfach den 1er Bogen. Warum habe ich denn so einen schlechten Bogen? Damit komme ich ja überhaupt nicht klar. Ja, egal, ich werde jetzt versuchen, die zu machen. Sonst schieben wir es nur wieder auf hier. Die haben hier keinen hässlichen Bunker mehr. Das heißt, es kann keiner mehr kommen. Gold, Apfel, Stärketrank und Enderperle noch drauf. Zack, da bin ich. Hi! 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 Ich kürze dann hier einmal ab. Cool, gut abgekürzt haben, auf jeden Fall. Fein gemacht. Dann werde ich einmal den Weg hier nehmen. Ich finde den jetzt persönlich gerade ein bisschen praktischer. Das ist ja ein Witz. Jetzt war ich in so einer hässlichen Fackel drin. Wo ist denn das Bett hier auf der Map? Das weiß ich leider gar nicht. Ich baue mal hinter mir zu. Nicht, dass die gleich hinter mir ankommen und mich ein bisschen überraschen. Hier müsste es. Da ist ein Wollblock. Hä, der Fug. Ich glaube, ich verschwende gerade meine ganze Spitzhacke. Da. Boah, das war aber eine lange Geburt, Torben. Das war eine lange Geburt. Komme ich ja auch nur wieder raus. Was war das denn für eine Aktion? Kauft er da ewig lange am Villager, ey. Aber sonst geht es noch so. Er dachte schon, ich renne weg, dann hört er einfach mal auf zu sneaken. So, nicht. Ach, es lebt noch ein Gelber. Ach, so ist es. Ja, egal. Mann, Alter, dieser Husten, ey, der macht mich gerade im Moment. Aua, der macht mich gerade im Moment ein bisschen fertig. Hupsala. Ja, gut, jetzt gönne ich mir alle Traps. Hallo? Hallo? Weg vor mir. Nee, danke, kein Weg vor mir. So, okay. So, bitteschön, schenke ich dir. Okay, weiter geht's. Ohne Witz, dieser Husten, ey. So, Gelber, mach mich nicht fertig, wo bist du? Okay, wahrscheinlich ewig nicht mehr in seiner Base. Beziehungsweise ist er vielleicht hier oben drauf? Wo könnte er sich versteckt haben? Das ist die Frage, Leute. Testen wir es mit der Hilfe eines wunderbaren Geschöpfes. Weißt du, es gibt halt diesen Tracker, ne? Aber es gibt einen viel besseren Trick. Setzt einfach eine Sophia auf den Boden, die zeigt euch den Weg. So, die Sophia will mir damit sagen, er ist bei Team Rot. Richtig, Sophia? Komm, Sophia. Wir holen nochmal einen Freund von dir. Wir holen mehrere Freunde von dir. Setzen nochmal einen hier hin. Und wenn der das gleiche anzeigt, dann setzen wir nochmal einen in die Mitte. Und dann. Yep. Auf zu Team Rot, meine Freunde, der leichten und seichten Unterhaltung. Hier ist Nobody. Boah, das ist echt schlimm mit mir. Gut.
auf zu Team Rot. Da ist er ja. Attacke, Sophia, nein. Ja, habe ich den nicht eben getötet oder war das ein anderer? Er wirft einfach eine Enderperle. Er ist doch jetzt tot, wenn er die Enderperle... Er ist nicht tot. Schieß den Abzifferan auf, bitte mach es. Lass dich nicht von ihm verarschen, danke. GG. So. Ja, liebe Leute, das war's. Leider kein Premium mehr, aber egal. User entered your channel. Ja, Leute. User left the channel. Junge. Hallo? Was ein Opfer? Ja, gut. Hallo? Hä? Hallo. Ja, Leute, wir sehen uns dann gleich wieder. Haut da rein. Und ciao.